Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 18. Lesung. Wir würden uns, könnte man denken, dem Ende des Buches nähern, wenn man die englische Lesung zugrunde legt, die ich vor ein paar Jahren gemacht habe. Aber so ist es noch nicht. Wir sind noch eine ganze Ecke vom Ende entfernt. 18. Lesung von Babylon Mysterienreligion. Ja, Herren über Gottes Erbe. Na, also über den Titel könnte ich gleich von vorne schon mal etwas sagen, weil um ein Erbe zu sein, muss derjenige, der vererbt, gestorben sein. Unser Gott ist der Gott der Lebenden, der ist nicht tot, also können die auch gar nichts geerbt haben. So, damit ist das Thema durch, wenden wir uns dem nächsten Titel zu. Nein, jetzt mal im Ernst. So lautet das nächste Kapitel in dem Buch Babylon Mysterienreligion, Herren über Gottes Erbe. Und wir werden da gleich eintauchen und eine ganz interessante Lesung haben. Und es freut mich auch unglaublich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, dass der Herr uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns in seinem Namen hier versammeln. Die paar Brüder und Schwestern, die mit mir über Skype verbunden sind, meine ich damit an erster Stelle, die live dabei sind. Und einige andere, die noch nicht verstanden haben, dass eine Premiere auf YouTube keine Live-Aussendung ist, sondern nur eine Ausstrahlung einer aufgenommenen Sendung, auf der man live kommentieren kann. Ja, das nochmal eben damit bei. Also es ist kein Livestream, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht zum ersten Mal, sondern es ist eine vorher aufgenommene Sendung. Heute am 8. Dezember haben wir das aufgenommen. So, und bevor wir jetzt wirklich in das ganz wichtige Thema reinkommen, Herren über Gottes Erbe zu sein, wie die römisch-katholische Kirche behauptet, wie wir gleich feststellen werden, gehen wir noch mal erstmal in ein ganz tolles Musikstück, das uns der Bruder Alexander wieder geschickt hat. Ich hatte nicht viel Zeit, um da ein ordentliches Video draus zu machen. Ich finde trotzdem, dass es einigermaßen geworden ist. Aber Alexander hat sich wieder ganz schön ins Zeug gelegt, um ein wunderbares Stück Musik mit uns zu teilen. Und das möchte ich euch jetzt gerne vorspielen zur Einstimmung auf die Lesung heute Abend. Denn der Geist und die Braut, sie sprechen komm. Und wer es hört, der spreche komm. Und wen da dürstet, der komme herzu. O nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist und die Braut, sie sprechen komm. Und wer es hört, der spreche komm. Und wen da dürstet, der komme zu. O nehme das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobt sei Gott. Halleluja, gelobet sei Gott. Der Geist und die Braut, sie sprechen komm. Und wer es hört, der spreche komm. Und wen da dürstet, der komme zu. O nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jede Woche wieder ein schönes Video zur Einstimmung in die Lesung Babylon Mysterien, Religion oder das Doppelgesicht des Papsttums, je nachdem, was gerade dran ist. Und nochmal herzlichen Dank an Bruder Alexander. Und dann wollen wir jetzt mal mit der Lesung anfangen.
Ja, ich habe hier noch ein bisschen vorgelesen. Hier muss ich hoch. Also Kapitel 15 ist das. Wir wissen, es handelt von 21 Kapiteln. Wir sind also in der 18. Lesung nicht ganz mit der Zählung mit, wie die Kapitel sind. Das war im Englischen anders. Im Englischen habe ich das Buch, obwohl ich es, finde ich, gar nicht mal so schlecht besprochen habe, schon ein paar Jahre her, aber doch viel, viel schneller und lange nicht so gründlich besprochen, wie ich das jetzt in Deutsch tue. Also könnt ihr euch eigentlich freuen, ihr deutschen Zuhörer und Zuschauer, dass ihr eine viel intensivere Lesung und Erklärung dieses Buches bekommt, als es die englischen Brüder und Schwestern damals gehabt haben. Ich lasse hier nebenbei das Video laufen, das ich damals aufgenommen hatte zu meiner Lesung. Also damals habe ich die Lesung noch anders gemacht. Da habe ich die Lesung gemacht und dann Bilder später in ein Video mit Movie Maker eingeklebt. Heute mache ich das ja über die Live-Aufnahme mit der Kamera, wie ihr wisst, und lasse dann halt das Video hier nebenbei laufen. Also, Kapitel 15. Herren über das Erbe Gottes. Wie gesagt, man kann eigentlich nur ein Herr über ein Erbe sein von jemandem, der tot ist. Jesus Christus ist zwar gestorben, aber Jesus Christus ist auch wieder auferstanden. Er lebt also und er ist der Gott der Lebenden. Also hat sich im Grunde das ganze Thema schon erledigt. Man muss das halt nur mal aus der Perspektive sehen. Übrigens auch in Bezug auf die Sabbatfrage ist das ein sehr interessantes Thema. Da können wir gerne ein anderes Mal drüber diskutieren, wo es nämlich um die Testamentsänderung geht. Sehr interessant. Aber gut, der Autor Ralph Woodrow, der das Buch 1966 veröffentlicht hat, schreibt hier: Die Kardinäle, Ursprung und Symbole ihres Amtes. Passend sehen wir hier die Kardinäle unter anderem auch mit dem Bild. Die Männer, die in der römisch-katholischen Kirche den höchsten Rang haben. Sag mal, Quote. Ich habe dich stillgeschaltet hier. So. Entschuldigung. Die Männer, die in der römisch-katholischen Kirche den höchsten Rang neben dem Papst innehaben, sind eine Gruppe von Kardinälen. Die Bibel sagt, dass Christus Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer in seine Gemeinde gegeben hat. Wir können das nachlesen im Buch der Epheser, Kapitel 4, Vers 11. Da steht, und er hat etliche als Apostel gegeben. Ja, man sollte das ja auch ganz lesen können. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten und etliche als Hirten und Lehrer. Wir finden jedoch keine Anzeichen dafür, dass er eine Gruppe von Kardinälen ordiniert hätte. Ganz im Gegenteil, die ursprünglichen Kardinäle waren eine Gruppe führender Priester in der alten heidnischen Religion von Rom, lange vor der christlichen Ära. In einer Broschüre, veröffentlicht von den Rittern des Kolumbus, hier sehen wir das Zeichen im Bild im Video, K of C, das heißt Knights of Columbus, ja, in einer Broschüre veröffentlicht von den Rittern des Kolumbus mit dem Titel This is the Catholic Church, also das ist die katholische Kirche, heißt es, Zitat, in der Antike waren die Kardinäle die obersten Priester von Rom. Das Wort stammt von dem lateinischen Wort cardo, das bedeutet Tür oder Scharnier oder Türscharnier und bezog sich daher auf den Dreh- und Angelpunkt des Klerus. Warum jedoch war dieser Priester, der Name dieser Priester des alten Roms verbunden mit dem Wort Scharnier? Die Antwort sehen wir hier im Bild. Denn offensichtlich waren sie die Priester des Janus, des heidnischen Gottes der Türen und Scharniere. Janus galt als der Gott der Anfänge. Deswegen oder daher auch der Name unseres Monats Januar als beginnender Monat des römischen Kalenderjahres. Als Gott der Türen war er ihr Beschützer und Hausmeister. Janitor, wie man so schön im Englischen sagt, ne? Selbst heute noch wird darum der Wächter in der Türen im Englischen Janitor, also Hauswart, genannt. Ein Wort, das von dem Namen Janus stammt. Wir machen mit dem Video und mit der Lesung gleich weiter. Da ist nur eine kurze Sache, die ich euch noch erklären wollte. Für diejenigen, die mit den Rittern des Kolumbus, also K of C hier, die damit nichts anfangen können, dann möchte ich nur mal eben sagen, Ritter des Kolumbus, das ist im Grunde ein weiterer päpstlicher Ritterorden, wie zum Beispiel die Jesuiten, die wir ja auch kennen, das auch sind. Und das Motto, oder besser gesagt, überhaupt der Gründungsgrund oder der Grund hinter der Gründung der K of C, also der Knights of Columbus, von denen übrigens John F. Kennedy ein hohes Mitglied war, ja, der Gründungsgrund dieser Ritter des Kolumbus ist, Amerika katholisch zu machen. Das haben die sich auf ihre Fahne geschrieben. Das ist der einzige Grund, weshalb sie bestehen. Und das ist sehr merkwürdig dann, wenn man sich das anguckt, wer da drin ist, dass da teilweise sogenannte protestantische Amerikaner
drin sitzen in diesen KFC, Rittern von Kolumbus. Ja? Das ist genau wie mit Jesuiten, die ja auch teilweise Hochgrad-Freimaurer in ihren Reihen haben, weil sie ja eben das Freimaurertum eben auch beherrschen. Aber das Lustige ist eigentlich von den Rittern der Kolumbus, die machen sich also zur Aufgabe, Amerika katholisch zu machen. Amerika, das ja eigentlich gegründet war als ein christliches Land, als ein protestantisches Land. Ich meine, das wird uns ja zumindest immer erzählt. Und ja, wir haben natürlich gemeinsam Herrscher des Bösen ausgelesen und wir wissen, dass das alles nicht stimmt. Aber man muss ja immer die offizielle Geschichte vergleichen mit der inoffiziellen Geschichte. Und wir bekommen hier also ein Wissen aufgetischt, dass viele andere, wenn sie es hätten, auch klarer ihre eigene Geschichte analysieren könnten. Ja, also man muss immer den Vorteil dieser Sache sehen. Wir können jetzt dadurch, dass wir wissen, Ritter des Kolumbus wurden nur gegründet, um Amerika katholisch zu machen. Und wenn ich euch dann erzähle, dass die ganzen großen Sportvereine in Amerika, also Football, Baseball, Basketball, dass die alle unter der Ägide der Ritter des Kolumbus geführt sind, also dass Ritter der Männer, die dem Ritterorden der Kolumbusritter angehören, da Vorsitzende oder Eigentümer von diesen Dingern sind, dann versteht ihr, wie das ganze amerikanische Volk an der Nase herumgeführt wird und durch den Sport katholisiert wird. Ja? Eine ganz wichtige Sache, da geht der Autor hier natürlich nicht besonders drauf ein, das ist ja auch nicht sein Thema, aber deswegen ist es ja interessant, so eine Lesung und Besprechung zu machen, wie ich das hier mache, weil ich auf solche Dinge eingehe. Ich finde das nämlich sehr wichtig und sehr relevant, vor allen Dingen, weil wir immer wieder neue Puzzlestücke entdecken, die wir in das Puzzle mit einfügen können und da wird auf einmal für uns dann vieles deutlicher und klarer, wenn wir das so sehen können. Also, möchtest du gerne was sagen, Michael? Bitte? Ich meine, es ist ja im Endeffekt dann auch nicht mehr als folgerichtig, wenn man halt weiß, die Ritter des Kolumbus, wer der Kolumbus gewesen ist. Der Kolumbus ist nach Amerika gefahren und hatte halt so ein paar Schiffe dabei und hatte halt ein Kreuz dabei. Und der war halt einfach in geheimer Mission sozusagen, wie James Bond sagen würde. Und der hat halt einfach den Katholizismus in der sogenannten Neuen Welt gebracht. Also es war so der Erste mit der Neuen Weltordnung. Und der hat ja letzten Endes dann ein Schiff befehligt, das hieß Santa Maria. Ich meine, wenn man, da kann man doch schon, ohne es zu wissen, drauf kommen, dass der eben in solcher Mission unterwegs war, finde ich zumindest. Ne? Wenn wir uns jetzt in dem Thema verlieren, was du jetzt gerade angesprochen hast, dann wird das eine eigene Sendung. Weil Kolumbus hat Amerika nicht entdeckt. Ja, natürlich hat er das nicht, aber der hat es halt einfach in Besitz genommen. Er hat es erobert. Ja, er hat es für den Papst erobert. Ja. Und warum? Weil der Papst nach den ganzen Fehden im Mittelalter im Grunde gemerkt hat, dass seine Kraft, sein Einfluss auf die ganzen Könige, auf die Heere der Könige, auf die Armeen dieser Welt am Schwinden war, weil da immer wieder Streitigkeiten kamen, wie zum Beispiel, wie wir uns erinnern, im 11. Jahrhundert mit dem Gang nach Canossa von Heinrich dem Vierten, dem deutschen König. Und weil der Papst einfach die Schnauze voll hatte, oder die römisch-katholische Kirche einfach die Schnauze voll hatte, sich in Kriegen auf Könige verlassen zu müssen, die sie selbst ernannt haben. Die wollten ihre eigene Militärmacht haben. Also gehen sie hin, erobern ein bis dahin der bekannten Welt unbekanntes Land, ja, weil kein Mensch kannte das ja. Der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, kannte das natürlich. Die kennen ja die Bibel besser als wir. Und die wissen, dass damals die Welt geteilt wurde in den Zeiten von Pilek. Und die wussten ganz genau, dass es da Amerika gibt. Die wussten ganz genau, worauf sie sich da einlassen. Und die wollten dieses Land nicht nur für die Maria, also der Maria widmen, was sie auch gemacht haben. Deswegen war ja auch die erste Kolonie da Maryland. Ja? Die wurde dann 1634 von The Ark and the Dove besucht, auch wieder biblische Referenz, die Arche und die Taube und so weiter. Da könnte man sich jetzt wirklich stundenlang drin verlieren, aber der wichtige Punkt ist, dass dann Mitte des 16. Jahrhunderts die Jesuiten gegründet wurden und die Jesuiten aus einem Land in dieser Welt niemals rausgeschmissen wurden und das ist die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Jesuiten sind Regimini Militantes Ecclesiae, sie sind der militärische Arm der römisch-katholischen Kirche und heute ist Amerika der militärische Arm der römisch-katholischen Kirche. Ja, warum denn? Weil das ihr eigenes Militär ist.
Amerika gehört mit Haut und Haaren dem Papsttum, und zwar von Anfang an. Und mit all seinem Militär, und das heißt all die militärischen Basen, die die Vereinigten Staaten über die ganze Welt verteilt haben. Ich glaube, die haben in 190 verschiedenen Staaten militärische Basen errichtet. Das sind im Grunde alles Basen vom Vatikan. Amerika ist der Polizist dieser Welt, nicht weil Amerika der Polizist dieser Welt ist, sondern weil das der militärische Arm des Antichristen ist. Das ist der Punkt. Und solche Leute oder solche Organisationen wie Ritter des Kolumbus helfen dann auch noch mit dabei. Das ist ein Thema neben Herrscher des Bösen, da könnte man, ich glaube, mindestens eine Sendung abendfüllend von machen. Oder vielleicht mehrere Sendungen sogar von machen. Das ist ein unglaublich interessantes Thema, weil glaubt nicht, wo ihr Herrscher des Bösen kennt, dass ihr jetzt alles wisst. Ne? Es geht teilweise noch viel tiefer, als wir da in der Lesung haben besprechen können. Ja? Es hängt alles noch viel intensiver miteinander zusammen. Aber gerade das finde ich persönlich so faszinierend. Und ich finde es schön, dass Michael sich doch eben die Mühe gemacht hat, den Kolumbus zu erwähnen, wovon wir uns natürlich bewusst sein müssen. Kolumbus hat Amerika nicht entdeckt. Das steht so schön in den Schulbüchern drin, natürlich. Aber deswegen in den Schulbüchern stehen ja viele Amerika, Märchen. Deswegen habe ich auch Amerika sarkastisch genannt. Ja, weiß ich. Weißt du, das ist halt einfach so, ich hatte dann schon fast gesagt, ja, der hat so seine Fahne da reingesteckt, so wie die Amerikaner, aber das geht ja beides nicht. Und deswegen, also nein, natürlich hat er das nicht entdeckt, aber er hat es in Besitz genommen. Er hat halt den Gebietsanspruch markiert und hat dann gesagt, so, wir kommen jetzt hier und wir kommen jetzt erstmal mit 3 Schiffen, nachher kommen wir mit 30 und schließlich kommen wir dann mit 3.000. Er hat es in Besitz genommen und er hat es dem römischen Papst direkt vermacht unter der Ägide dieser, wir haben doch dieses Papier noch gelesen, da die Entdeckungsdoktrin, was Viktor noch extra übersetzt hatte zum Schluss von Herrscher des Bösen, erinnert ihr euch vielleicht noch? Das war, glaube ich, in Kapitel 24, dass wir da noch drüber gesprochen hatten, oder Ende von Kapitel 23. Diese Entdeckungsdoktrin, die ja eben Ende des 15. Jahrhunderts erst aufkam, ne? Dass diese, zwischen Anführungszeichen, neuen Länder, die entdeckt werden, alle, die darin wohnen, automatisch gleich Untertan des Papstes sind und gar keine eigenen Rechte mehr haben und so weiter und so weiter. Ne? So hängt das alles schon zusammen. Und so haben wir das teilweise eben auch bei Herrscher des Bösen bereits besprochen. Ja, es ist super interessant. Die Bulle heißt Inter Caetera. Caetera. Inter Caetera. Ja gut, die Bulle wusste ich jetzt nicht, aber wir hatten es ja halt die Entdeckungsdoktrin genannt in der Lesung auch. Ne? Ja. Wie gesagt, ein sehr schönes Thema, aber wir wollen uns da jetzt nicht weiter drin verlieren, weil dieses Thema hier, die Kardinäle oder besser gesagt, wie es so schön heißt hier, die Herren über das Erbe Gottes, ist auch ein sehr interessantes Thema. Wir fahren da jetzt noch ein wenig drin fort. Aber ich bin Michael dankbar für seine Bemerkung, die er darin gerade eben gebracht hat. Also sprechen wir weiter über den Hausmeister hier, Hauswart, Janitor. Janos war bekannt als der Öffner und der Schließer. Da er in Kleinasien als solcher angebetet wurde, können wir die Worte Jesu an die Gemeinde in Philadelphia besser verstehen, die geschrieben steht in Offenbarung Kapitel 3, Verse 7 und 8. Und da heißt es, Zitat, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben, und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. So steht es geschrieben. Ich habe ja auch noch ein Bild von dem Janos mit rausgesucht, das wir gerade in dem Video gesehen haben. Und da sehen wir Janos mit dem Schlüssel, den kennen wir ja auch vom Vatikan, Schlüssel, und mit dem Hahn, der ihm auch oben auf einer Kirche oftmals hockt. Wenn man da drunter steht, dann kriegt man dem seinen Mist ab. Auch mal ein Grund, nicht in die Kirche zu gehen, ne? Weil man eben nicht in dem Mist lehren will. Gut, fahren wir weiter mit dem Video. Das war auch ganz interessant, hat interessante Bilder gebracht hier. Der heidnische Gott Janus war eine Fälschung. Jesus ist der Wahre und der Einzige, der öffnet und schließt. Das Kardinalskollegium mit dem Papst an seiner Spitze, so schreibt Alexander Hislop in seinem Buch Von Babylon nach Rom, ist gerade die Kopie des heidnischen Kollegiums der Priester mit dem Pontifex Maximus oder dem obersten Priester an der Spitze.
Es war bekannt, dass es sich nach dem Modell des großen Urkonzils der Priester von Babylon entwickelt hatte. Als das Heidentum und das Christentum miteinander vermischt wurden, ja, wir erinnern uns, missionarische Adaption nach 321 nach Christus, fanden die Kardinäle, die Priester der mythischen Türscharniere des heidnischen Roms, nach und nach schließlich ihren Platz im päpstlichen Rom. Die Gewänder, die von den Kardinälen der katholischen Kirche getragen werden, sind rot. Kardinalvögel, Kardinalblumen und Kardinalpriester werden alle wegen ihres roten Äußeren so genannt. Die Bibel erwähnt bestimmte Fürsten von Babylon, die sich in rote Gewänder kleideten. Wir lesen in Hesekiel Kapitel 23, Verse 14 und 15, Zitat: Und sie trieb ihre Hurerei noch weiter, und sie sah an die Wand gezeichnete Männer, Bildnisse von Chaldäern mit roter Farbe gemalt, die um ihre Lenden einen Gurt und auf ihren Häuptern herabhängende Kopfbinden hatten, ganz wie hervorragende Kämpfer anzusehen, nach Art der Söhne Babels, deren Geburtsland Chaldäa ist. Übrigens, ich habe gerade gesehen, in dem Buch ist auch hier ein Tippfehler. Ne? Die Bibel erwähnt bestimmte Fürsten von Babylon. Ja, wo war das denn? Kardinal Blumen. Ne? Da müsste ein N vom Nordpol sein, kein M hier hinten dran. Aber ja, selbst in so einem Buch sind Tippfehler. Ne? Also nicht so schlimm, Vektor, wenn ein Herrscher des Bösen hier und da vielleicht nochmal ein kleiner Tippfehler auftaucht. Das passiert selbst solchen Leuten, die ihre Bücher für viel Geld in hunderttausende hohe Auflage verkaufen. Die Hure, die die babylonische Religion symbolisiert, war in scharlachrote Gewänder gekleidet. Das lesen wir natürlich in Offenbarung Vers 4 aus dem Kapitel 17. Ein sehr, sehr interessantes Kapitel, wo hier ganz deutlich drin steht: Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Schon in alten Zeiten wurde die Farbe Rot oder Scharlach mit der Sünde verbunden. Jesaja sagte in seiner Zeit, Kapitel 1, Vers 18, Zitat: Kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Ehebruch wird manchmal als die scharlachrote Sünde bezeichnet. Die Farbe Rot wird mit Prostitution verbunden, wie auch aus der Bezeichnung Rotlichtdistrikt hervorgeht. Ja, ich selber komme aus Hamburg und da haben wir die Reeperbahn, die auch die sündige Meile genannt wird. Ha, aber das gibt es inzwischen ja in jeder Stadt, ist ja nicht nur an Hamburg so. Ja, und von der Reeperbahn, für diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen wie ich und die das vielleicht nicht kennen, da zeige ich euch doch mal eben ein Bild von der Reeperbahn. Müsste ich eigentlich, ja, aber unter Reb, nicht unter Piep, ne? Ich habe hier keine Piepshow, ne? Reb musste ich tippen, Reeperbahn. Ich habe das damals in einem Video, habe ich das gebraucht, kann ich euch mal eben zeigen. Das hier ist ein Zusammenschnitt davon, da hast du einmal das Bierhaus und dann hast du hier ein Kino mit einem schönen Sonnensymbol da oben drauf, fällt mir auch jetzt alles erst auf. Und dann noch den Eingang zur Herbertstraße hier irgendwo. Das ist die Straße, wo Frauen verboten sind. Und hier hat man das auch nochmal mit dem Filmcenter. Ne? Also das ist da gibt es dann halt Pornokinos und solche ganzen Sachen. Und das Rot, das ist natürlich ein klein wenig eingefärbt, aber nicht viel. Das ist tatsächlich so. Und deswegen nennt man das eben auch da die sündige Meile, die Reeperbahn in Hamburg auf St. Pauli. Ne? Ja. Also wenn ihr den Fußballclub St. Pauli euch anschaut, dann solltet ihr auch den Bezirk St. Pauli kennen. Sonst macht das nicht viel Sinn. Und dann weiß man auch gleich, warum die St. Paulianer, die Fußballer zumindest, auf ihrem Shirt, auf ihrem Vereins-T-Shirt ein, was haben? Totenkopf mit gekreuzten Knochen darunter. Also, ich meine, geht's noch offensichtlicher? Manche Dinge muss man eben nicht in die Agenda aufnehmen, ne, Michael? Das ist einfach zu offensichtlich und sowas zählt dazu. Na gut. In Anbetracht dieser Tatsache, sagt der Autor, ist die Frage berechtigt, warum die Farbe Rot für die Gewänder der Männer des höchsten Ranges in der römischen Kirche verwendet wird.
Wir sagen nicht, dass es falsch sei, Rot zu tragen. Ist es jedoch nicht ein seltsamer Brauch der Kardinäle, gerade rote Gewänder zu tragen? Sollen wir annehmen, dass die Apostel solche Kleidung trugen? Oder ist es nicht naheliegender, dass die roten Gewänder der Kardinäle eine Kopie der Kleider der Priester des heidnischen Roms sind? In heidnischen Tagen waren die Priester der Türscharniere, also die Janitors, auch als die Flamen bekannt. Das Wort stammt von Flare, auflodern oder aufbrausen, was bedeutet derjenige, der das heilige Feuer anbläst oder entfacht. Sie waren die Wächter der heiligen Flammen, die sie mit dem mystischen Fächer vom Bacchus anfachten. Wie die Farbe des Feuers, welches sie bewachten, hatten auch ihre Gewänder die Farbe der Flammen, rot. Sie waren Diener des Pontifex Maximus in heidnischen Tagen. Die Kardinäle heute sind die Diener des Papstes, der auch den Titel Pontifex Maximus für sich beansprucht. Die Flamens waren aufgeteilt in drei klar sich voneinander abgrenzende Gruppen, und so verhält es sich auch mit Kardinälen der Kirche. Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone. Jetzt habe ich mir hier eine Notiz gemacht, dass ich das Bild der Flamen mal mit reinmachen sollte. Inwieweit dieses Wort Flamen dann übrigens Bezug hat auf die Flamen hier in Flandern. Ne? Ich lebe ja hier in Flämisch-Brabant. Das wird dann hier mit V geschrieben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber hier sehen wir einmal eine geschichtliche Darstellung der Flamens. Flamines Minores, wie das heißt. Ja? Das ist ein Bild, das ich damals aus dem Internet dafür rausgesucht hatte. Ja? Das sind also diese Flamen, komische Kopfbedeckung auch, ne? Die sie tragen. Wir wissen ja, dass biblisch gesehen Männer keine Kopfbedeckung, zumindest nicht in der Kirche, tragen sollen. Also, das sind hier die Flamen und damit sind sie die Vorgänger der Kardinäle im heidnischen Rom. Der Bischof in der Bibel und in der Tradition. Als nächstes in der Hierarchie unter dem Papst und den Kardinälen stehen die Bischöfe. Im Gegensatz zu den Titeln Papst und Kardinal wird in der Bibel der Bischof erwähnt. Wie auch das Wort Heilige, so wurde jedoch auch Bischof allgemein missverstanden. Wie das wohl kommt. Viele glauben, ein Bischof sei ein Pastor höheren Ranges, der Autorität über eine Gruppe anderer Personen und Kirchen hat. Diese Vorstellung ist reflektiert in dem Wort Kathedrale, das von Kathedra stammt und bedeutet Thron. Ja, wir wissen ja von unserem wunderbaren Bischof Schneider, dass wenn der Papst ex cathedra spricht, er unfehlbar spricht, also von seinem Thron aus. Eine Kathedrale ist die Kirche, in der sich im Gegensatz zu anderen der Thron des Bischofs befindet. Wenden wir uns jedoch der Bibel zu, so sehen wir, dass alle Pastoren Bischöfe genannt werden. Nicht nur die Pastoren bestimmter Städte. Paulus beauftragte Titus, in jeder Stadt Älteste einzusetzen, wie wir im ersten Kapitel Titus, Vers 5 nachlesen können. Da steht nämlich geschrieben, Zitat, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und fährt dann fort, von diesen Ältesten als von Bischöfen zu sprechen. In Vers 7, wo es geschrieben steht, Zitat, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Als Paulus die Ältesten von Ephesus beauftragte, sagte er, wie wir in Apostelgeschichte Kapitel 20, Verse 17 und 28 nachlesen können, Zitat, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. So habt nun Acht. Ja, das ist das, was wir gerade eben schon mal gelesen hatten. Das ist doppelt gemoppelt hier. Da habe ich dann wohl was Verkehrtes rein kopiert oder was? Ich hatte hier Vers 7. Das hier hätte ich nehmen müssen, gerade eben. Ne? Entschuldigung. Habe ich hier was Verkehrtes angeklickt. Also er fährt dann fort, von diesen Ältesten als von Bischöfen zu sprechen in Vers 7. So, da muss das hier offen gehen. Denn ein Aufseher, also Bischof, muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht
eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Ja, also wenn man daran die Kardinäle oder besser gesagt die Bischöfe von heute misst, die Kardinäle sowieso, wenn man daran die Bischöfe von heute misst, dann bleibt ja wohl keiner mehr übrig, der einer sein könnte, nicht wahr? Die sind ja wohl alle eigenmächtig, egoistisch, an sich selbst denkend, jähzornig, trunken und gewalttätig und streben nur nach dem Geld. Das macht die Kirche im Allgemeinen ja. Ne? Und hier finden wir halt die Erklärung des Wortes Bischof. Also, und dann lesen wir das, was wir gerade eben schon gelesen haben, und dann wird es ganz interessant. Dann steht hier nämlich, das Wort, das hier mit Aufseher übersetzt ist, ist das gleiche Wort, das an anderer Stelle mit Bischof übersetzt ist. Overseers, ja? Aufseher, Overseer, Bischof. Das Wort hüten meint das gleiche, wie es das Wort Pastor beinhaltet. Solche Diener waren gemeint, wenn es um Älteste, Bischöfe, Aufseher und Pastoren ging. Alle diese Bezeichnungen beziehen sich auf genau das gleiche Amt. Es ist klar zu erkennen, dass ein Bischof in der Schrift nicht ein Pastor einer großen Stadt war, der auf einem Thron saß und Befehlsgewalt über eine Gruppe anderer Pastoren ausübte. Jede Gemeinde hatte seine Ältesten und diese Ältesten waren Bischöfe. Martin Luther hatte dies so verstanden. Zitat: Mit den Bischöfen, die wir jetzt haben, so bemerkt er, verhält es sich so, dass die Bibel von ihnen nichts weiß. Sie sind eingeführt worden. Auf diese Weise, dass ein Pastor über viele herrsche. Der Klerus und die Leitung der Gemeinde. Bereits bevor das Neue Testament vollendet war, war es notwendig, vor den Lehren der Nikolaiten zu warnen. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 2, Vers 6. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Hier geht es darum, dass Jesus die Werke der Nikolaiten hasst. Nicht die Nikolaiten, sondern die Werke. Nach Schofield, ja, mit dem muss man ganz vorsichtig sein, die Schofield Reference Bible ist eine sehr bekannte Bibel im Englischen, ist aber eine futuristisch ausgelegte Bibel. Nach Schofield stammt das Wort Nikolaiten von Nikao, zu besiegen, und von Laos, was Laienschaft oder Volk bedeutet. Dieser Name bezieht sich korrekterweise auf die früheste Form der Vorstellung einer priesterlichen Ordnung oder auch auf den Klerus. Dieser veränderte in späteren Jahren die Bruderschaft, in der jeder gleich sein sollte, wie wir in Matthäus Kapitel 23, Vers 8 lesen, insofern, als es Priester und Laien gab, also eine hier schon mal Zweiklassengesellschaft, etwas, was Jesus in Matthäus 23, 8 ganz deutlich nicht meint, denn er sagt hier, ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Da steht nichts von, ihr seid alles Laien und Priester. Nein, ihr seid alles Brüder. Und der eine steht nicht über dem anderen. Derjenige, der ein Priesteramt ausübt, der ein Bischofsamt ausübt im Körper Jesu Christi, übt ein Amt aus. Und das Amt ist vielleicht, möchte ich mal sagen, respektabel. Aber der Mensch ist deswegen nicht ein Mensch, der über den anderen Menschen steht. Und das ist eben hier in dieser Welt anders. In der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche hast du unten den Dekan, darüber hast du den Priester, darüber hast du den Bischof, darüber hast du den Kardinal, darüber hast du den Papst. Immer eine Pyramide der Hierarchie. Und in der Bibel ist es ganz anders. Alle sind Brüder. Einige mit bestimmten Aufgaben vorsehen, so zum Beispiel Ältere in einer Gemeinde, sind die Bischöfe, sind die Aufseher, aber nur deswegen, weil sie älter sind. Und da geht es nicht mal um das Altsein jetzt von den Jahren her. Das geht zwar meistens einher mit den anderen Aspekten, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie belesen in der Bibel ist man? Wie gut kann man den Leuten die Bibel erklären? Und zwar nicht mit seinen eigenen Worten, sondern kann man ihnen die Bibel vorhalten und anhand der Bibel die Bibel erklären? Wie gut kann man die Leute auf diese Art und Weise von Jesus Christus erzählen? Das macht einen zum Älteren. Nicht, weil ich 75 und ein Tatterkreis bin,
Und nicht, weil ich irgendwelche Dinge studiert habe in dieser Welt und deswegen Doktortitel, Professorentitel und was weiß ich nicht alles habe. Das macht mich nicht zum Älteren. Zum Älteren macht mich die Gelehrtheit in der Bibel und die Möglichkeit und die Fähigkeit, diese Dinge anderen zu übertragen und anderen zu helfen, genauso viel zu wissen wie ich. Weil wir eben nicht in einer Hierarchie sind. Und genau das meint Christus hier. Lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Martin Luther hat das sehr interessant zu Worte gebracht in dem Buch Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, das ich ja gelesen habe und jetzt im Augenblick gerade wieder hochlade auf dem rein deutschen Kanal, für diejenigen, die es damals in 2017 nicht gesehen haben. Martin Luther hat es im Grunde in dem Satz zusammengefasst und gesagt, im Grunde sind wir alle, die wir im Körper Christi sind, die wir alle Brüder sind, wir sind im Grunde alle Päpste. Wir sind im Grunde alle Kardinäle, wir sind alle Bischöfe, wir sind alle Priester, wir sind alle Brüder, wir sind alle ein und dasselbe. Ja? Wir sind alle Päpste, damit meint er von, da wir alle gleich sind, sind wir alle auf einem Level. Der Papst steht also nicht über den anderen. Also sind wir alle Päpste. Weil es nur diesen einen Level gibt. Fand ich sehr gut in Worte gefasst von Martin Luther. Ihr könnt das Buch ja gerne selber lesen. Ich habe es übrigens auch auf archive.org hochgeladen. Da könnt ihr euch das gratis runterladen. Ihr könnt es kaufen, das kostet nur ein paar Euro. Oder ihr könnt auch meine Lesung folgen oder ihr könnt alles gerade eben Genannte tun. Das ist euch selbst überlassen. Das Konzept des Priesters im wirklichen Sinne, also im biblischen Sinne, bezieht sich auf jeden an Christus Gläubigen, nicht nur auf die Führenden in der Kirche. Der Apostel Petrus wies die Ältesten an, nicht über die ihnen anvertrauten Teile der Herde zu herrschen. Petrus sagt es noch, herrscht nicht über die Leute. Er sagt, Zitat, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schädlichem Gewinn strebend, filthy lucre, wie es im Englischen so schön heißt, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Tja, können wir nachlesen im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 3. Das Wort, das im vorherstehenden Bibelvers mit Teile der Herde übersetzt ist, da geht es also das Wort im Originaltext, das er hier sagt, im Griechischen Kleron, wie ihr seht hier, dieses Ups, nee, das wollte ich jetzt noch nicht öffnen. Ich wollte hier das Kleron mal kurz anzeichnen, dass ihr das gut seht. Ja? Also, das Wort, das im vorstehenden Bibeltext mit Teile der Herde übersetzt ist, heißt im Griechischen Kleron, von dem das Wort Klerus abgeleitet ist. Na, das ist doch mal eine schöne Erklärung. Das Problem ist, das ist so nicht richtig, denn Teil der Herde hier steht, das Wort kommt im Originaltext nicht vor, also das Wort Kleron, das er hier nennt. Weil ich nehme das Isor zur Hand und da steht das Wort zugewiesene Katakurieu aus G25.9.6 und G29.6.1 gegen den Herrn, das heißt Kontrolle, Unterwerfung, Herrschaft üben, Herr sein, überwinden. Ja? Denn im englischen Originaltext lautet 1. Petrus 5.3, Zitat, neither as being lords over God's heritage. Ja? Seid auch nicht Herren über Gottes Erbe. Ja? Genau wie der Titel dieses Kapitels heißt. Ne? Herren über Gottes Erbe. Neither as being lords over God's heritage. So, und hier haben wir das Wort G25.9.6 und G29.6.1. Also zugewiesene. Denn es lautet hier, wenn wir weiterlesen, in Matthew Henrys Kommentar, den lesen wir gleich nochmal durch, also das Wort Klärung kommt so im griechischen Text überhaupt nicht vor, nicht im Originaltext, aber der Alexander Hislop hat jetzt beinahe gesagt, der Ralph Woodrow hat ja eben leider auch nicht die King James Bibel als Basis gehabt. Deswegen musste ich ja auch immer die Bibeltexte im Original auch hier und da anpassen.
Ich habe ja die King James Bibel gebraucht. Er hat wahrscheinlich einen anderen griechischen Text gehabt. Und deswegen kommt er zu diesem Schluss hier mit dem Wort Kleron, das aber im Originaltext nicht drinsteht, von dem das Wort Kleron abgeleitet ist. Das wird natürlich schön passen, ne? Kleros kommt von Kleron. Ja, klingt schön, ist aber aus den Schriften nicht nachzuvollziehen. So zumindest nicht. Wir wollen dann nochmal eben einen Kommentar aus der Bibel lesen. Ich lese sehr selten Kommentare, aber wenn man Esort gebraucht, dann kann ich diesen Kommentar von Matthew Henry euch sehr, sehr warm ans Herz legen, die Kommentare von Matthew Henry zu den verschiedenen Kapiteln der Bibel mal durchzulesen. Und wir machen das jetzt eben in Bezug auf 1. Petrus 5. Ja, hier ist es auch im Bild eingeblendet, da habe ich es im Englischen auch gemacht. Also, schaut, wir lesen hier. Die Personen, denen diese Ermahnung erteilt wird, also im 1. Petrus 5, 1, 1 bis 3 geht das ja, ne? Den Presbytern, Pastoren und spirituellen Führern der Kirche, Ältesten nach Amt und nicht nach Alter, ne? Wie gesagt, ne? Es geht um das Amt, Diener der Kirchen, denen er diesen Brief geschrieben hat. Diener, das heißt also nicht, dass die angebiedert werden sollen von den Leuten, sondern sie sollen den Leuten dienen. Genau das, was ein Bischof in dieser Welt niemals tut. Der dient nämlich nicht dem Laien, sondern er gebraucht den Laien, er missbraucht den Laien. Die Person, die diese Ermahnung gibt, der Apostel Petrus, ich ermahne, und verzeiht mir, das ist aus dem Google Translator übersetzt, ne? Der Kommentar ist natürlich in Englisch, das ist vielleicht hier und da ein bisschen holprig, aber ich habe auch nicht immer die Zeit, diese Übersetzung dann auch noch bis in die kleinsten Punkte perfekt zu machen. Die Person, die diese Ermahnung gibt, ist der Apostel Petrus. Ich ermahne, und um dieser Ermahnung Kraft zu geben, sagt er ihnen, er sei ihr Bruder. Ja, Petrus ist ein Bruder wie alle anderen. Er sei ihr Presbyter oder Mitältester und legt ihnen nichts anderes auf als das, was er selbst tun wollte. Er war auch Zeuge des Leidens Christi. Er war mit ihm im Garten Gethsemane, ihn im Palast des Hohepriesters zu besuchen und sehr wahrscheinlich ein Zuschauer seines Leidens am Kreuz, weit entfernt von der Menge. Wie wir in Apostelgeschichte 3, Kapitel 15 lesen können, da steht nämlich geschrieben, den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Das sagt Petrus in Apostelgeschichte. Er hat es bezeugt. Er stand nicht direkt am Kreuz, aber er hat es gesehen. Er fügt hinzu, dass er auch an der Herrlichkeit teilnahm, die in gewissem Maße bei der Verklärung offenbart wurde, wie wir Matthäus Kapitel 17, Verse 1 bis 3 lesen, und beim zweiten Kommen Jesu Christi völlig genossen werden soll. Lerne, erstens, diejenigen, deren Amt es ist, andere zu unterrichten, sollten sorgfältig ihre eigene Pflicht studieren und den Menschen ihre eigene beibringen. Zweitens, inwiefern unterschieden sich Geist und Verhalten von Petrus von dem seiner vorgeblichen Nachfolger? Er befiehlt nicht beherrscht, sondern ermahnt. Er beansprucht nicht die Souveränität über alle Pastoren und Kirchen, noch prägt er sich als Apostelfürst, Stellvertreter Christi oder Oberhaupt der Kirche, sondern er schätzt sich selbst als Ältesten. Alle Apostel waren Älteste, obwohl nicht jeder Älteste ein Apostel war. Drittens, es war die eigentümliche Ehre von Petrus und einigen mehr, Zeugen des Leidens Christi zu sein. Aber es ist das Privileg aller wahren Christen, an der Herrlichkeit teilzuhaben, die offenbart werden soll. Die Pflicht des Pfarrers, ich mache mal eben den Film hier Stopp und dann setze ich mal ein Bild rein von der Bibel, wenn wir jetzt auch einen Kommentar lesen, trotzdem, das passt hier besser zu. Die Pastoren der Kirche müssen die Aufsicht darüber übernehmen. Die Ältesten werden aufgefordert, das Amt der Bischöfe auszuüben, wie das Wort schon sagt, Aufseher, nicht wahr, hatten wir ja gerade gesagt, durch persönliche Fürsorge und Wachsamkeit über die ganze Herde, nicht über einen Teil, aber über die ganze Herde, die zu ihrem Auftrag verpflichtet ist. Drittens, sie müssen der Herde ein Vorbild sein und die Heiligkeit, Selbstverleugnung, Abtötung und alle anderen christlichen Pflichten ausüben, die sie ihrem Volk predigen und empfehlen. Also mit anderen Worten, wenn ich Wasser predige, muss ich auch selber Wasser saufen. Diese Pflichten müssen nicht durch Zwang erfüllt werden. Nicht, weil sie tun müssen. Nicht aus Zwang der zivilen Macht oder aus Angst oder Scham oder aus einem willigen Geist,
sondern aus einem willigen Geist, der Freude an der Arbeit hat. Nicht wegen Gewinnsucht, also nicht dem Nachjagen von Geld. Ja? Wo steht denn das? Jetzt bin ich gerade verrutscht hier. Nicht wegen Gewinnsucht oder irgendwelchen Vergütungen und Bezahlungen, die an dem Ort, an dem sie wohnen oder an irgendeiner Bedingung, die zu dem Amt gehört, anwesend sind, die jedoch bereit sind, die Herde mehr als das Schröpfen derselben zu betrachten, sich aufrichtig und fröhlich bemühen, der Kirche Gottes zu dienen. Weder als Herren über Gottes Erbe, die sie durch Zwang und Zwangsgewalt tyrannisieren oder ihnen unbeschreibliche und menschliche Erfindungen auferlegen, statt einer notwendigen Pflicht. Und das kann man alles nachlesen in Matthäus Kapitel 20, Vers 25, 26 und 2. Korinther 1, 24. Lerne, sagt Matthew Henry weiterhin, erstens die herausragende Würde der Kirche Gottes und aller wahren Glieder davon. Diese armen, zerstreuten, leidenden Christen waren die Herde Gottes. Der Rest der Welt ist eine brutale Herde. Dies ist eine geordnete Herde, die der große Hirte vor Gott erlöst hat und in heiliger Liebe und Gemeinschaft gemäß dem Willen Gottes miteinander lebt. Sie sind auch mit dem Titel von Gottes Erbe oder Klerus, seinem eigentümlichen Los, würdig, das aus der gewöhnlichen Menge für sein eigenes Volk ausgewählt wurde, um seine besondere Gunst zu genießen und ihm einen besonderen Dienst zu leisten. Das Wort ist im Neuen Testament niemals auf die Religionsminister beschränkt. Die Pastoren der Kirche sollen ihr Volk als die Herde Gottes, als Erbe Gottes betrachten und entsprechend handeln und behandeln. Sie gehören nicht zu ihnen, um vor Vergnügen zu herrschen. Aber sie sind Gottes Volk und sollten mit Liebe, Sanftmut und Zärtlichkeit um des Willen, dem sie gehören, behandelt werden. Diejenigen Minister, die entweder aus Notwendigkeit zur Arbeit getrieben werden oder von schmutzigem Geld angezogen werden, können ihre Pflicht niemals erfüllen, wie sie sollten, weil sie es nicht freiwillig tun und bereitwillig sind. Ein Minister oder Pastor kann am besten den Respekt eines Volkes gewinnen, indem er seine eigene Pflicht auf die beste Art und Weise wahrnimmt, die er kann, und ein ständiges Beispiel für alles Gute ist. Im Gegensatz zu diesem schmutzigen Geld, den sich viele als Hauptmotiv für die Ausübung und Entlassung des Hirtenamtes vorschlagen, stellt der Apostel ihnen die Krone des Ruhms vor, die der große Hirte Jesus Christus für alle seine treuen Diener entworfen hat. Lerne. Erstens, Jesus Christus ist der oberste Hirte der ganzen Herde und des Erbes Gottes. Er kaufte sie und regiert sie. Ja, er hat die ganze Herde Gottes gekauft mit seinem Blut. Darum sind wir erkauft durch sein Blut. Er verteidigt und rettet sie für immer. Er ist auch der oberste Hirte über alle minderwertigen Hirten. Sie leiten ihre Autorität von ihm ab, handeln in seinem Namen und sind ihm schließlich rechenschaftspflichtig. Dieser oberste Hirte wird erscheinen, um alle Minister und Unterhirten zu richten, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, ob sie ihre Pflicht öffentlich und privat gemäß den vorstehenden Anweisungen wahrgenommen haben. Diejenigen, die ihre Pflicht erfüllt haben, werden etwas unendlich Besseres als den zeitlichen Gewinn haben. Sie werden vom großen Hirten ein hohes Maß an ewiger Herrlichkeit erhalten, eine Krone der Herrlichkeit, die nie verblasst. Soweit der Kommentar von Matthew Henry über 1. Petrus 5, 1 bis 3. Kann ich, wie gesagt, jedem anraten, sich durchzulesen, wenn er eSort hat, die Kommentarfunktion dort zu öffnen und Matthew Henrys Kommentar durchzulesen. Also, der Matthew Henry Commentary, also der Kommentar, den wir gerade gelesen haben, erklärt, dass allen Gotteskindern der Titel Gottesherde oder Klerus gegeben ist. Allen Gotteskindern, nicht nur Pastoren, Priestern, Bischöfen, Kardinälen, Päpsten, nein, einem jeden. Im Neuen Testament ist das Wort niemals beschränkt, nur auf die amtlichen Diener der Religion.
mit der Ablehnung der künstlichen Teilung zwischen Klerus und Laien stand. Das ist eine künstliche Teilung, das ist eine Teilung, die die römisch-katholische Kirche eingeführt hat. Die Kirche Jesu Christi kennt eine solche Teilung nicht. Daran erkennen wir schon, dass die römisch-katholische Kirche die Kirche Satans ist. Weil diese künstliche Teilung kommt aus dem Babylonischen. Da hatte man immer die normale Klasse, die Klasse von John Doe, Otto Normalverbraucher, und die Klasse der Priester. Michael könnte da ein Lied von singen, wenn ich den jetzt ans Wort lassen würde. Dann könnten wir auch noch in Ägypten und was für ähnlich alles mit reingehen. Da könnte man nicht nur eine eigene Sendung drüber machen, da könnte man eine eigene Serie drüber machen. Aber nur in diesem kleinen Satz verstehen wir es ganz klar. Künstliche Teilung. Mit der Ablehnung einer künstlichen Teilung zwischen Klerus und Laienstand soll nicht gesagt werden, dass Pastoren nicht gebührenden Respekt und Ehre erhalten sollen. Besonders die in Wort und Lehre arbeiten, wie im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 17 lesen können, wo geschrieben steht, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Aber gerade wegen der Teilung neigen die Mitglieder einer Gemeinde häufig dazu, die ganze Verantwortung für Gottes Werk auf die Pastoren zu legen. Tatsächlich ist es jedoch so, dass Gott einen Dienst für alle seine Kinder hat. Nun, damit ist nicht gesagt, dass alle einen Dienst auf der Kanzel haben. Selbst einen Becher kalten Wassers zu geben, bleibt nicht ohne Belohnung, wie wir in Matthäus 10, 24 lesen, wo geschrieben steht, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Es wäre sehr gut, wenn jeder von uns beten würde, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Für dich! Weltlich abgeleitet heißt das hat, glaube ich, John F. Kennedy doch geformt, diesen Spruch, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, sondern was ihr für euer Land tun könnt. Nee, fragt nicht, was Gott bitteschön für euch tun soll. Immer Gebete richten nach meinem Wunsch, sondern Gebete richten an, Herr, was willst du eigentlich, dass ich tue? Was macht dir Freude, dass ich tue? Gib mir einen Auftrag, den ich dann mit Liebe und mit Demut erfüllen kann. Das sollten wir beten. Ja? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wie wir es unter anderem zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 9, Vers 5 und 6 lesen, da steht ja geschrieben, er aber sagte, wer bist du, Herr? Ne? Da geht es um Paulus. Ja? Paulus wird hier auf dem Weg, auf der Straße von Damaskus, hat er eine Begegnung mit Jesus Christus. Das ist keine Vision, er hat eine Begegnung mit Jesus Christus. Genau darum geht es hier. Er, also Saulus in diesem Augenblick noch, aber sagt, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Im Neuen Testament wird nicht die ganze Arbeit der Gemeinde auf einen Einzelnen gelegt. Die Gemeinden wurden im Allgemeinen geleitet von mehreren Ältesten, wie zahlreiche Schriftstellen es auch beweisen. Das sind alles Gründe, meine lieben Brüder und Schwestern, warum die römisch-katholische Kirche die Bibel, die hier so schön ins Bild gebracht ist, wenn man Fragen hat, da stehen sie drin, warum die römisch-katholische Kirche nicht will, dass wir die Bibel lesen. Die ganzen Dinge stehen da drin. Sie wird sofort offenbart als die Hure Babylons, von der sie immer abstreitet, das zu sein, und von der römische Katholiken sagen, nee, ist sie nicht, glaube ich nicht, ist nicht so. Doch! Das ganze Neue Testament ist ein Beweis dafür, dass die römische katholische Kirche die Kirche des Antichristen ist. Wie zum Beispiel von Paulus berichtet hier. Als sie aber in jeder Stadt Älteste, also Mehrzahl, gewählt hatten, wie wir in Apostelgeschichte 14, Verse 19 bis 23 nachlesen können, es steht geschrieben, es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei.
Die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündet und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Ja, hier ist gerade ein Bild in dem Video eingeblendet, römischer Katholizismus von Lorraine Böttner. Das habe ich mal angefangen zu lesen. Das ist ein absolutes Meisterwerk und das, ich weiß nicht, ob ich in diesem Leben da je zu komme, es zu lesen. Aber ich kann das nur jedem anraten, der Zeit hat, ladet euch das PDF gratis runter. Roman Catholicism, Lorraine Böttner. Ich werde es auch auf meinem archive.org hochladen. Dann könnt ihr das da auch runterladen, gratis. Ganz, ganz super. Ich habe die ersten 50 oder 60 Seiten gelesen. Das ist ein ganz fantastisches Buch. Aber um auf diesen Bibelvers hier zurückzukommen, nochmal eben etwas, was ich kurz besprechen möchte. Dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Unter anderem von diesem Zitat in der Bibel wird unglaublich Missbrauch gemacht in der Lehre des Futurismus. Wie wir ja wissen, wird in der römisch-katholischen Kirche und in dieser ganzen Welt nur immer der Futurismus in Bezug auf den Antichristen gelehrt, mit anderen Worten. Den Antichristen kennen wir jetzt noch nicht, der kommt ganz am Ende, kurz bevor Jesus Christus wiederkommt. Er wird wahrscheinlich ein Jude aus dem Stamm von Dan sein. Und er wird 3,5 Jahre lang regieren, weil er einen Vertrag schließt und dann wird er den Vertrag brechen und dann wird die große Trübsal beginnen. Diese Bedrängnisse, die hier geschrieben stehen, das ist genau das, was wir sonst als diese Trübsal kennen. Ja? Diese 7 Jahre Trübsal. Nur die Bibel selber spricht nicht von einer 7 Jahre Trübsal, weil Jesus Christus die 70. Jahrwoche komplett erfüllt hat mit seinem Ministerium hier auf der Erde. 3,5 Jahre im Fleisch und 3,5 Jahre im Geist. Dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen, nicht am Ende der Zeit irgendwann eine große Bedrängnis. Ich streite nicht ab, dass es keine Bedrängnis in der Zukunft geben wird. Versteht mich nicht verkehrt. Aber das ist nicht die Bedrängnis, die hier geschrieben steht in der Bibel, die uns davon durch die Welt gehen müssen, um in das Reich Gottes schlussendlich eingehen zu können. Ja? Das ist eine Falschlehre. Immer wird das Wort Bedrängnisse in unserer Welt ganz anders gebraucht. Hier in der Bibel steht es ganz deutlich drin. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Also es mag passieren auf dieser Erde, was will. Und wenn wir durch noch so ärge Bedrängnisse gehen müssen, wir müssen da durchgehen, um in das Reich Gottes zu kommen. Das war aber schon vor 2000 Jahren so. Und die ganzen letzten 2000 Jahre sind voll mit Bedrängnissen. Wartet nicht auf irgendeine Bedrängnis von 7 Jahren oder 3,5 Jahren am Ende der Zeit. Und dann vielleicht noch auf eine geheime Entrückung. Vor dieser Trübsal, während der Trübsal oder nach der Trübsal, was hier immer gelehrt wird. Ja? Pre-Tribulation Rapture, Mid-Tribulation Rapture, Post-Tribulation Rapture sind die englischen Begriffe, die hierfür gebraucht werden. Ja? Also vor der Trübsal Entrückung der Kirche Gottes, während der Trübsal Entrückung der Kirche Gottes oder nach der Trübsal Entrückung der Kirche Gottes. Die Kirche Gottes wird überhaupt nicht entrückt, weil das Entrücken steht für ein geheimes Wegholen. In der Bibel steht ganz deutlich geschrieben, dass wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir alle schnipp, mit einem Fingerschnipp, im Zwinkern, mit der Zeit eines Augenzwinkerns werden wir verändert und wir werden den Herrn in der Luft treffen und die Gräber werden sich öffnen und die Gerechten in Jesus Christus werden mit uns ihn in der Luft treffen. Dann wird die Kirche zu ihrem Bräutigam kommen. Ja? Und da ist nichts geheim dran. Da passiert nichts im Verborgenen. Jesus Christus hat immer das Verborgene abgelehnt und er hat gesagt, es passiert nichts, was nicht offenbart wird. Nichts, null, nada, silch, nothing, zip, zero. Ja? Punkt, aus, Ende. Die ganzen Bedrängnisse, die hier in dieser Welt gelehrt werden, haben nichts mit den Bedrängnissen zu tun, die hier in der Bibel stehen. Unser ganzes Leben ist eine einzige Bedrängnis. Unser ganzes Leben ist Leiden. Unser ganzes Leben hier im Fleisch ist ein Test darauf,
dass wir dann, wenn wir durchhalten und wenn wir ihm den Glauben bewahren bis zu unserem Tode, dass wir dann im Nachhiermal, in der Auferstehung, nach der Auferstehung, dass wir zur ersten Auferstehung dazugehören und dass wir danach belohnt werden durch ewiges Leben. Das ist wahre biblische Lehre. Und alles andere ist Quatsch, Blödsinn. Hört euch das nicht an. Deswegen müsst ihr immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ihr irgendwelche Videos auf YouTube euch anguckt, die über Endzeitprophezeiungen gehen oder sowas. Die sind alle, und ich sage das wirklich so, wie es ist, sie sind alle gespickt mit Futurismus. Leider. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt andere Leute. Fragt Brett Norman, fragt Tom Fress, fragt Michael. Das sind nun die Leute, mit denen ich mich am meisten durchgehe, und die sagen alle dasselbe. Nicht, weil sie dasselbe glauben, was ich glaube, weil ich ihnen das gesagt habe oder weil Brett ihnen das gesagt hat oder Tom ihnen das gesagt hat, sondern weil die Leute selber die Bibel gelesen haben und zu demselben Schluss gekommen sind wie ich, weil wir durch den Heiligen Geist in diese Wahrheit geleitet wurden und sagen, die Bibel und nichts als die Bibel. Und die Bibel sagt das und das glauben wir. Und diese ganzen Endzeitkanäle, die es so viele gibt, im Deutschen, im Englischen, in jeder Sprache, glaubt denen nicht. Natürlich ist hier und da ein Kärntchen Wahrheit mit drin, was die erzählen. Aber im Großen und Ganzen geht es denen immer um die Bedrängnis am Ende der Zeit, die Trübsal am Ende der Zeit. Ja? Und sobald sie das sagen, wisst ihr immer, das sind Futuristen. Die akzeptieren nicht, dass A, das Papsttum schon immer der biblische, historische und prophetische Antichrist war und B, was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Dass es diese, und B, dass die 70. Jahrwoche von Jesus Christus aus Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27 komplett erfüllt wurde. Fragt die Leute da mal drauf an. Die meisten, wenn ihr die nachfragt, von wie stehst du eigentlich zur Erfüllung von Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27, die gucken euch alle über zwei Köpfe ab, die verstehen das nämlich gar nicht. Die wissen gar nicht, dass es darum geht, dass die römisch-katholische Kirche genau diese Lehre vertritt, dass die 70. Jahrwoche offen ist, 69 Wochen sind erfüllt, dann haben wir eine Lücke von 2000 irgendwas Jahren und dann kommt irgendwann die 70. Woche mit dem Antichristen. Daniel 9, Verse 4 bis 27 geht überhaupt nicht um den Antichristen, es geht um Jesus Christus. Und wenn man das einmal verstanden hat, nur dann kann man klar und deutlich sehen. Und dann versteht man nicht nur, dass das Papsttum der Antichrist ist, sondern dann versteht man auch, dass diese Trübsal, von der sie uns erzählen, so nicht geschehen wird. Und dass es vor allen Dingen die Entrückung nicht geben wird. Weil die Entrückung ist immer eine geheime, ein geheimes Wegholen der Kirche Jesu hier von dieser Erde. Das steht nicht in der Bibel, das ist unbiblisch. Und wir hier bei Stunde der Wahrheit haben uns dazu verschrieben, die Wahrheit zu lehren. Und die Wahrheit ist nun mal, dass es keine siebenjährige Trübsal gibt. Biblisch gesehen. Ich sage ja nicht, dass sie uns das hier nicht vorspielen. Der Papst will das ja hier auf dieser Welt in seinem Theater machen. Deswegen sorgt er ja dafür, dass in Jerusalem ein dritter Tempel gebaut wird. Das ist im Augenblick noch Zukunftsmusik, aber es wird alles passieren. Ja? Aber das Wiederaufbauen eines Tempels das dritte Mal, von wegen drei sind aller guten Dinge? Nee, das ist nicht so. Jesus Christus hat 40 Jahre, nachdem er wieder auferstanden ist, die römische 10. Legion geschickt mit Titus und die haben den Tempel und ganz Jerusalem zu Staub gemacht. Genauso wie er es vorher gesagt hat, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und das war auch so. Er hat das komplett weggenommen. Gott verbleibt nicht mehr in Tempeln aus Stein gehauen. Ja? Von daher ist ein dritter Tempel absolut unbiblisch. So, jetzt musste ich nochmal auf dieses Thema mit eingehen. Aber es gibt ja immer noch Leute, die haben es nicht verstanden. Und hoffentlich haben sie es dann heute mit dieser Erklärung hier verstanden. Als sie aber in jeder Stadt Älteste, also mehrere Älteste gewählt hatten, wie wir in Apostelgeschichte 14, 19 bis 23 gerade eben gelesen haben, und in jeder einzelnen Stadt, wie in Titus 1, 5 geschrieben steht, ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Begriffe, die wie Ältesten und Plural der Gemeinde werden oft verwendet, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, Vers 17 und in Jakobus 5, 14. Lesen wir eben Apostelgeschichte 20, 17. Dort steht geschrieben, Zitat, von Milet aber sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und in
Jakobus 5,14 steht geschrieben, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Über diesen letzten Vers könnte ich auch eine eigene Sendung machen, mit oder ohne Michael damit bei. Wir hatten da letztens auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, Michael und ich, während der Sendung. Das Sakrament der letzten Ölung der römisch-katholischen Kirche ist genau das, worauf sie sich hier in Jakobus 5,14 berufen. Hier geht es aber nicht darum, jemanden zu ölen, der kurz vorm Sterben ist und danach sich von ihm kurz bevor er stirbt in sein Testament eintragen zu lassen als römisch-katholischer Priester. Hier geht es darum, wenn jemand krank ist, dann soll er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und diese Ältesten sollen für ihn beten und die dabei mit Öl salben im Namen des Herrn, um ihn zu heilen, nicht um ihn zu ölen, bevor er stirbt. Das ist wieder die falsche römisch-katholische Lehre. Darum ist diese letzte Ölung eins der sieben Sakramente. Und man muss diese Sakramente allemal getan haben, diese Werke allemal verrichtet haben, sonst kommt man nämlich nicht in den Himmel. So zumindest ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Ja, und jetzt ist inzwischen schon etwas über eine Stunde vergangen und ich habe gerade vielleicht mal die Hälfte des Kapitels gelesen. Jetzt wisst ihr, warum ich das niemals schaffen werde, in 21 Lesungen 21 Kapitel in Deutsch zu lesen. Aber wie ich schon so oft gesagt habe, es geht mir nicht um die Quantität, es geht mir um die Qualität der Lesung. Und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass wir in dieser Lesung sehr interessante Dinge auf eine Art und Weise angesprochen haben, wie sie bisher so vielleicht noch nicht angesprochen wurden oder zur Sprache gekommen sind, weder in dieser noch in einer anderen Lesung, dass ihr also mit anderen Worten, wie ich hoffe, etwas dazugelernt habt. Und dass es euch Spaß gemacht hat in der Hinsicht, weil es soll einem ja Freude bereiten, wenn man einen besseren Verstand vom Wort des Herrn hat. Und von daher möchte ich mit den Worten schließen, mit dem Aufruf schließen, wie ich es öfter mache, euch aufzurufen, regelmäßig, am liebsten täglich, und ich passe euch, ich tue es selber auch nicht. Ich gebe mir vor, ich habe die Zeit nicht, täglich in der Bibel zu lesen. Wir müssen unsere Bibel lesen. Ihr genauso gut wie ich. Weil wenn wir ein guter Christ sein wollen, dann wollen wir werden wie Jesus Christus. Und wenn wir werden wollen wie er, dann müssen wir erstmal wissen, wie er ist. Und darum müssen wir sein Wort lesen, das geschrieben steht in der Bibel. Darum lest eure Bibel. Maranatha.